lieber Kurt Beck, lieber Hannelore Kraft, lieber Peer Steinbrück, um den Vorstand voll zu zitieren, die anderen, da so weit gehe ich jetzt nicht. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte ganz herzlich dafür danken, dass ihr mich eingeladen habt, ein Grußwort zu sprechen. Das tue ich furchtbar gerne, zumal an einem Kongress, der genau das richtige Thema setzt, Zukunft. Auf die Zukunft sich zu konzentrieren, ist das, was wir jetzt alle müssen. Und ihr habt es nicht nur mit wichtigen Reden, die auch gut vorbereitet waren, getan. Ihr habt es auch in Arbeitsgruppen getan. Und das zeigt, dass ihr euch wirklich intensiv mit der Zukunft befasst. Ich möchte auch noch mal ausdrücklich dafür danken, dass ich einstimmig vorgeschlagen worden bin für diese Kandidatur. Dabei ist mir völlig klar, dass es... Den Applaus habe ich jetzt gar nicht erwartet, aber ist schön. Also, dabei ist mir völlig klar, dass es natürlich auch verständliche Vorbehalte gegeben hat, die ich gut nachvollziehen kann, wie ich überhaupt finde, dass wir uns wieder daran gewöhnen sollten, dass Politik kontrovers sein kann, sogar muss. Dafür gibt es ein ganz gutes Argument in der liberalen Tradition. Nur wenn alle Argumente auf den Tisch kommen, und zwar auch solche, die einander im Wege stehen sozusagen, nur dann kann man den besten Weg finden. Ich werde also nie auf die Idee kommen, dass kontroverse Argumente auch gegen mich irgendwas Störendes haben. Sie gehören dazu, und ich bin stolz, in einer Partei zu sein, die Führung nicht so versteht, dass niemand widerspricht und alle Ja sagen, sondern Führung so versteht, dass viele auch widersprechen und am Ende man einen gemeinsamen Beschluss findet. Diese Zusammenkunft, die sich um die Zukunft bemüht und die das auch im Vorlauf für die nächsten Monate und für 2009 machen will, steht ja in Kontinuität zu unserem Grundsatzprogramm. Und ich möchte noch einmal sagen, dieses Grundsatzprogramm der SPD ist ein vorzügliches Grundsatzprogramm. Es ist inhaltlich genau das, was wir brauchen. Die Partei hat sich im Wesentlichen und ganz zentral damit auseinandergesetzt, wie wir den Herausforderungen begegnen können, wie wir auf sie antworten können, die uns von der Globalisierung, zumal der ökonomischen, gestellt werden und wie wir das tun können im Dienste unserer Grundwerte, sodass Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität erhalten bleiben. Und wie wir das so tun können, ja, wenn ihr wollt, macht. Und wie wir das so tun können, dass Politik wieder Ökonomie gestaltet. Politik muss Wirtschaft gestalten. Politik darf nicht ein Anhängsel von Wirtschaft sein. Das ist der Grundgedanke. Das richtet sich überhaupt nicht gegen das Ordnungsprinzip der kapitalistischen Marktwirtschaft, weil ich persönlich, und ich kenne niemanden in der Partei, der eine Alternative dazu kennt. Aber diese kapitalistische Marktwirtschaft darf nicht einfach ein Naturereignis sein. Sie muss gestaltet werden, und dies unter Bedingungen der Globalisierung, das ist die Herausforderung, der stellt sich die SPD. Und in diesem Grundsatzprogramm kann man viel nachlesen über eine Politik der Allianzen, die schon mit der Familienpolitik und der Bildung anfängt, über eine Europapolitik, die völlig Ja sagt zur Öffnung der Märkte, die aber weiß, dass ein soziales Europa wichtig ist, neben der Öffnung der Märkte, nicht nur eine Öffnung der Märkte. Das weiß sogar ein Kommissar, ehemaliger Handelskommissar wie Pascal Lamy, dem immer zu starker Liberalismus vorgeworfen worden ist. Das stimmt ja gar nicht. Wir müssen dieses Europa sozial gestalten, und das ist das Entscheidende, damit Europa akzeptiert wird und die Rolle spielen kann, die dieser große Kontinent, diese Union in der Welt spielen können. Und sie können eine tolle Rolle spielen.
Wir wissen auch, dass Freiheit und Sicherheit, auch soziale Sicherheit, keineswegs im Gegensatz zueinander stehen, sondern einander brauchen. Und ihr wisst ja alle, ich bin nun mal Professorin, einer der Urväter des Liberalismus, der französische Soziologe, Philosoph Montesquieu hat die politische Freiheit definiert als das Gefühl der Sicherheit, das man hat, wenn man kontrovers diskutiert und nicht einfach vom König verhaftet werden kann. Sicherheit und Freiheit, rechtsstaatlich und soziale, gehören zusammen. Und das ist für die Sozialdemokratie wichtig. Wir haben in diesem Grundsatzprogramm auch die Herausforderung, im Sinne einer Good Global Governance, einer guten Weltpolitik, muss man sagen, oder es gibt keine direkte Übersetzung dafür, definiert. Wir brauchen es, denn wir hängen mit allen Menschen in der Welt zusammen. Wir müssen Wege finden, miteinander auszukommen und das Beste daraus zu machen. Und mein Verständnis von Sozialdemokratie ist, dass wir nicht dauernd in den Konflikten und den Schwierigkeiten der Welt ein Entweder-Oder formulieren, sondern dass wir aus den schwierigen Situationen Win-Win-Situationen machen, mit Köpfchen und mit Einfühlungsvermögen und mit Verstand und mit Information. Wir können, wenn wir ein bisschen kreativ sind, viele Konflikte dadurch lösen, dass wir genau zugehen auf die Menschen und es schaffen, aus schwierigen Situationen Gewinnsituationen zu machen für alle. Das will die Sozialdemokratie nach meinem Verständnis auch das Richtige, was Demokratie soll. Und ich will auch ganz ausdrücklich zwei Dinge sagen. Kurt Beck hat diese Programmarbeit moderiert. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, wie alle in dieser Programmkommission sachlich zusammengearbeitet haben. Diese dauernden Vermutungen von Teilungen und Spaltungen sind großer Unsinn. Ich weiß noch ziemlich genau, wie Teilungen und Spaltungen in einer Partei aussehen. Das sieht anders aus als das, was wir jetzt haben. Wir haben keine gespaltene Partei. Wo wäre es denn nur als kleine Reminiszenz vorgekommen, dass ein Juso-Antrag in den 70er Jahren einfach so eingegangen wäre in das Programm, einfach weil er sehr vernünftig war. Also bitte, wir können das und wir machen das auch zusammen, sehr schön. Und ich glaube, dass unter denen, ich habe mir erst ehrlich gesagt in der letzten Zeit noch mal so die Grundsatzprogramme angeguckt, die es hier so gibt in Deutschland. Das ist ja auch ein bisschen das, was ich fachlich früher machen musste. Mein Eindruck ist, völlig analytisch, es gibt zwei Parteien, die auf der Höhe der Herausforderung sind. Das ist die Sozialdemokratie und das sind die Grünen. Die sind auf der Höhe der Herausforderung. Auf der Höhe der Herausforderung ist man nicht, wenn man versucht, soziale Politik im rein nationalen Maßstab zu machen. Dann ist man nicht auf der Höhe der Herausforderung. Und man ist auch nicht auf der Höhe der Herausforderung, wenn man über soziale Marktwirtschaft so spricht, wie man vor 30 Jahren schon hätte sprechen können. Dann ist man auch nicht auf der Höhe der Herausforderung. Manche haben mich gefragt, warum tust du dir das an? Manche haben gesagt, mein Gott, ein ganzes Jahr steht da bevor, das ist aber eine lange Zeit. Ich empfinde das als eine günstige Zeit und ich glaube, dass das für uns alle eine spannende, gute Zeit sein kann. Eine Zeit, in der wir unsere Themen in die Öffentlichkeit bringen können, damit sie mitverstehen, worum die Herausforderungen gehen. In denen wir kontrovers debattieren können. In denen wir, und das wird mein ganz persönliches Anliegen sein, wieder erinnern, was denn die Voraussetzungen von Demokratie sind. Dass Demokratie nicht etwas ist, was man abnickt, sondern wo man miteinander auch ringt und wo man gut Freund bleibt und trotzdem unterschiedlicher Meinung sein kann. Wenn man das nicht kann, ist man nicht reif für die Demokratie. Und ich denke auch, dass wir vorführen können, dass Streit und Einigung nicht Alternativen sind, die nichts miteinander zu tun haben. Im Gegenteil,
Sie gehören zusammen. Und nur wenn man sich wirklich auseinandersetzt, dann nimmt man den anderen ernst. Aber man muss sich natürlich auch so auseinandersetzen, dass der andere immer, wenn er ein Gegner ist, ein politischer Freund werden kann. Nicht nur ein persönlicher, ein politischer Freund werden kann. Dies muss man, also scharfe Auseinandersetzung in der Sache und Fairness gegenüber dem politischen Gegner, die gehören auch zusammen. Und ich werde mich immer dafür einsetzen. Worüber ich mich übrigens freuen würde, wäre, wenn auch in den Medien ein bisschen mehr, und zwar gar nicht nur bei der Sozialdemokratie, über Inhalte gesprochen würden und etwas weniger... Und etwas weniger über Vermutungen, welches taktische, tricksige Argument oder welches Motiv hinter welchem Schachzug stecken könnte. Wenn man nur noch in Kategorien von Tricksereien, Täuschungen, Machtarroganz und so weiter denken kann, dann ist man wirklich runtergekommen in der öffentlichen Meinung. Das ist es nicht. Wir wollen viel mehr. Ich möchte dieses Jahr schon nutzen, um deutlich zu machen, wie Politik zum Teil konterkariert wird, auch durch öffentliche Berichterstattung, aber wie Politik einer guten öffentlichen Berichterstattung bedarf und überhaupt einer öffentlichen Debatte. Eine solche durchsichtige, argumentative, inhaltlich orientierte Debatte ist für alle Politikerinnen und Politiker gut, die es wirklich mit dem Gemeinwohl ernst meinen. Für alle in jeder Partei. Es gibt sie in jeder Partei. Bei euch weiß ich, ihr wollt sie alle. Und schließlich, ich weiß, dass alle möglichen von euch jetzt rasch mit dem Zug nach Hause müssen. Schließlich, ich glaube, eine solche Debatte, wenn man sie nicht verbiestert führt, wenn man nicht Angst hat dauernd davor, dass man für irgendetwas bestraft werden kann. Und ich möchte sagen, Kurt Beck, was du alles aushältst an öffentlichem Bashing, das ist wirklich eine Menge. Ich gratuliere dir dafür, dass du das lächeln tust. Wirklich. Am liebsten wäre es mir, wenn diese öffentliche Debatte, zu der ich beitragen möchte, damit dieses Schubladendenken, die Polen sagen dazu übrigens Schufladowacz, und da haben sie auch recht, also dieses Schubladendenken, dass das mal aufhört, dass man mal nachdenkt, was vielleicht der eine oder andere wirklich meinen könnte oder sagen könnte. Ich möchte dazu beitragen, ich glaube auch, dass es Freude macht, darüber zu debattieren, und ich muss euch gestehen, wenn ich etwas nicht richtig mit Spaß machen kann, dann macht es mir eben keinen Spaß, dann kann ich es auch nicht. Also man muss es mit Spaß machen, ihr sollt es auch mit Spaß machen. Jetzt wünsche ich uns allen, verbunden noch mit nochmaligem Dank, dass ihr mich hier auch so herzlich empfangen habt, uns allen nach diesem Zukunftskongress einen Aufbruch in die Zukunft, in eine gute Zukunft, in spannende Monate, die hoffentlich auch mit einem guten Ergebnis enden werden. Ich wünsche euch für mich, das ist eine wirklich entscheidende Sache nachher der Parteivorsitzende, aber für mich wünsche ich euch schon mal einen guten Heimweg, und ich danke allen auch noch mal hier auf dem Podium. Ihr habt ja alle wichtige Aufgaben, die ich gar nicht so erfüllen könnte und von denen ich gar nicht so viel verstehe. Danke allen für alles, was ihr die ganze Zeit gemacht habt. Wünsche einen guten Heimweg und auf bald. Bravo. Ja, komm mal vorne dran, ne? Damit man dich auch sehen kann.